Und wir gehen jetzt auf den dritten und letzten Vortrag von Stefan Imre von der Magenta, der uns ein wenig was über die Grundlagen von Narrowband IoT und ausgewählte Projekte bei der T-Mobile Austria erzählen wird. Alles klar, mal herzlichen Dank nochmal für die Einladung und die Gelegenheit, dass ich heute Narrowband IoT vorstellen darf. Bei Narrowband IoT, ich glaube, das ist jetzt da im Gegensatz zu den anderen Vorträgen ja nur ein kleinerer Teil von Internet of Things Anwendungen. Es ist ein relativ neuer Mobilfunkstandard. Warum sage ich relativ neu? Weil also ich habe im Jahr 2016 mit diesem Standard begonnen. Wir haben Ende 2017 mit dem Rollout begonnen. Das Netz ist fast schon 2 Jahre draußen, aber wir waren einer der ersten Betreiber in Europa, der das Netz ausgerollt hat. Und ich merke noch jetzt, noch immer, nach so langer Zeit, dass nach und nach die Leute jetzt erst über diese Technologie stolpern und man noch immer diese Pionierarbeit eigentlich vorantreiben muss, bis die Technologie, und das gilt aus meiner Sicht für alle neuen Dinge, bis die wirklich in der Masse ankommen und auch genutzt werden. Mit 5G an, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht über 5G sprechen möchte. Das Einzige, was ich bei 5G transportieren möchte, die 3GPP, das ist das internationale Standardisierungsgremium für Mobilfunktechnologien, die sorgen für Standards. Und der Release 15 ist der 5G-Technologie gewidmet. Wenn man sich 5G ansieht, dann gibt es hier drei Säulen. Ganz vereinfacht, mehr Bandbreite, höherer Datendurchsatz. Niedrige Latenzzeiten, das sind die beiden Dinge, die man kennt in der 5G-Diskussion. Aber die dritte Säule nennt sich Massive Machine Type Communication. Und diese Säule ist eigentlich schon Realität nach 5G-Definition. Denn sie wurde schon mit Release 13, mit Narrowband IoT und LTE-M, mit diesen beiden Technologien erfüllt. Das heißt, in Folge Releases der Standardisierung werden diese beiden Technologien auch Teil davon sein. Das heißt, in der 5G-Einführung und Weiterentwicklung wird Narrowband IoT und eine Technologie wie LTE-M, über die werde ich auch kurz sprechen, auch mitbehandelt und weiterentwickelt. Das heißt, eigentlich ist schon ein Teil von 5G Realität mittlerweile. Sie haben die wenigsten Leuten bewusst. Ja, warum Narrowband IoT? Oder beziehungsweise, was ist Narrowband IoT? Diese Folie ist, glaube ich, relativ wichtig aus meiner Sicht. Und wenn ich mit Kunden spreche und die Kunden über ihre Vorhaben sprechen, und oft muss man sagen, dass gerade bei Internet of Things Anwendungen, die Mobilfunk als Übertragungstechnologie nutzen, oder bei der Maschine-zu-Maschine-Datenübertragung, es gibt ja nicht nur Mobilfunk für Anwendungen, aber wenn Mobilfunk ein wichtiger Teil davon ist, dann tendiert man sehr schnell auch schon, dass man nicht nur über Österreich nachdenkt, sondern auch nach Deutschland geht, in die Schweiz, in andere Kontinente, was auch immer. Es geht hier um Skalierung. Und wir haben eine Technologie, GSM, 2G, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte der letzten 20 Jahre. Ich sage es immer wieder, man kann einfach in den Urlaub fahren, mein Handy funktioniert überall gleich. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft und eigentlich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Aber nichtsdestotrotz, diese Technologie ist schon über 20 Jahre, glaube ich, alt. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, welche Mobilfunktechnologien man nutzt für seine Anwendungen, dann muss man aus meiner Sicht sich viel mehr Gedanken machen in Zukunft, was ich nutze und welche Technologie ist die beste für meinen Use Case. Und GSM, wenn man nur über die Grenze sieht, zum Beispiel in die Schweiz, die Schweizer Betreiber drehen nach und nach bereits GSM ab. Ich möchte mal entwarnen, ich glaube, in Österreich ist das jetzt noch nicht das Thema, aber es wird irgendwann passieren, denn nicht jede Technologie, nicht jede Mobilfunkübertragung wird ewig vorhanden sein und es wird immer wieder neue Evolutionssprünge geben, wie zum Beispiel jetzt mit 5G in nächster Folge. Und gerade wenn man wahrscheinlich selbst darüber nachdenkt, eine Lösung zu entwickeln, da sollte man sich genau ansehen, wo möchte ich hin, was soll die Lösung können. Welche Datentechnologie ist dafür die geeignetste? Und hier setzen Narrowband IoT und LTE-M an. Laut Standardisierung sind das die Technologien, um im Massenmarkt das günstige und effiziente Vernetzen mit Mobilfunk zu ermöglichen.
Das ist so die Übersicht von Narrowband IoT, die mehr oder weniger die DNA von Narrowband IoT widerspiegelt. Ganz, vielleicht fange ich links oben an, hier steht Billions of Devices. Laut Standard, ich kann leider noch nicht die Zahlen bestätigen, nichtsdestotrotz können sich mehr Geräte in den Zellen einbuchen. Das heißt, sie können nicht alle zeitgleich senden, aber sie bleiben eingebucht. Dieses Einbuchen ist ein gewaltiger Vorteil, weil sich die Geräte, so wie man es jetzt mit GSM handhabt, meistens schalte ich das Funkmodul ab nach der Übertragung und lasse es wieder komplett neu einbuchen, was zu einem gewissen höheren Stromverbrauch führt. Bei Narrowband IoT ist der Vorteil, dass die Geräte eingebucht bleiben im Netzwerk. Das bringt mich gleich zu dem zweiten Kästchen links oben, Low Energy Consumption. Hier steht bis zu 10 Jahre Batterielaufzeit. Natürlich sind das gewisse Aussagen, das hängt davon ab, wie groß ist die Batterie, wie oft sende ich, wie groß sind die Daten, die ich sende. Nichtsdestotrotz bietet Narrowband IoT gewisse Möglichkeiten, eine Vielzahl an Timern beim Netz anzufragen, die es mir ermöglichen, meine Kommunikation zu optimieren. Ich nenne hier zum Beispiel einen sogenannten Power-Save-Mode. Ich kann, wenn es mein Use-Case erfordert, den Power-Save-Mode so konfigurieren, dass ich nach einer Übertragung zwar im Netz registriert bleibe, aber mit dieser Nachtübertragung so dermaßen wenig Strom verbrauche und mich erst wieder nach 413 Tagen melde. Das ist so der Maximalwert in der Standardisierung. Ich lege quasi mein Gerät für 413 Tage schlafen. Das werden die wenigsten Use Cases benötigen, aber nehmen wir zum Beispiel eine Mülltonne her, die 10-mal am Tag den Füllstand übermittelt, dann würde ich jetzt in der Konzeption vermeiden wollen, dass ich 10-mal das Funkmodul komplett abdrehe und wieder aktiviere, sondern mit Narrowband IoT würde ich nach jeder Datenübertragung das Gerät in diesen sogenannten Power-Save-Mode schicken, wo der Stromverbrauch nahezu nichts ist. Ja. Und so mit diesem Einsatz von einem Power-Save-Mode oder auch anderen Features optimiere ich meinen Batterieverbrauch. Das zweite wesentliche Thema, Deep Indoor Penetration. Wir haben einerseits von Narrowband IoT diese Low-Power-Ecke und die zweite wichtige Ecke für die meisten Kunden ist diese Deep Indoor Penetration. Narrowband IoT bietet hier eine verstärkte Netzdurchdringung. Wir haben hier drei sogenannte Coverage Enhancement Levels. Der klassische ist der Coverage Enhancement Level 0, der ist vom Link Budget, von der Leistungsübertragungsbilanz gleichzusetzen mit GSM, mit 2G. Falls hier dieses Link Budget nicht mehr reichen sollte, so kann man hinzuschalten und über eine sogenannte Sendungswiederholung die Möglichkeit erhöhen, die Daten erfolgreich zuzustellen. Das passiert zum Beispiel im zweiten Kellergeschoss. Wenn ich hier keinen Empfang mehr hätte, habe ich mit Narrowband IoT eine höhere Möglichkeit noch, meine Nachricht abzusetzen. Das ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, aber funktioniert in der Realität sehr gut und hat mich schon sehr, sehr oft sehr positiv überrascht. Low Cost bezieht sich aus meiner Sicht nur jetzt hier auf das Radial Module, denn was ist bei Narrowband IoT der Fall? Man hat hier vieles weggelassen in der Konzeption, was einfach nicht notwendig ist für die Use Cases, die mit Narrowband IoT abgedeckt werden. Ich brauche kein SMS, ich brauche keine Voice-Übertragung, ich brauche keine MIMO-Technologie, ich brauche keine Carrier Aggregation. Das sind alles Dinge, die bei LTE in den Standard-LTE-Modulen genutzt werden und die teuer sind und die Strom brauchen. Das heißt, man hat hier alles Unnötige weggestrichen, um wirklich zielgerecht Radio-Modules günstig produzieren zu können. Dieses Industry-Target von unter $5, das hat man mittlerweile auch schon erreicht. Ja. Obwohl natürlich die Zahlen, wir sind ehrlich gesagt noch wirklich auch noch immer am Anfang. Ja. Das sind noch immer eine sehr frühe Technologie, haben wir wirklich mittlerweile auch schon mit relativ niedrigen Stückzahlen, wenn man die 5 Module bestellt, einen sehr, sehr guten Marktpreis erreicht. Low Data Volume, Narrowband IoT ist eine sehr schmalbandige Technologie, geeignet sich absolut nicht für Streamen und für was weiß ich, autonomes Fahren, aber bei den Use Cases geht es meistens auch nur ein paar Bytes und ein paar Kilobyte. Und wenn man sich hier die maximalen Geschwindigkeiten und Minimumgeschwindigkeiten in der Standardisierung ansieht, dann spricht man hier von einem Bereich von 600 Bit pro Sekunde bis zu 52 Kilobit pro Sekunde.
Die Geschwindigkeit ist natürlich abhängig von den Empfangsverhältnissen. Wenn ich jetzt im Keller im zweiten Untergeschoss bin und wirklich nur meinen Funkensignal empfange, dann wird die Geschwindigkeit jetzt nicht die schnellste sein. Aber ich habe noch immer die Möglichkeit, Daten zu übertragen. Zugegebenermaßen wird diese Übertragung mehr Strom kosten, aber das ist nun mal, das ist nun mal das, was es kostet, wenn ich länger brauche, um Daten zu übertragen. Aus meiner Sicht, also wir monitoren unser Netz, Sie können im Normalfall mit 20 Kilobit pro Sekunde rechnen, was aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einen Füllstand übertrage, einen Temperaturwert, ob der Parkplatz besetzt ist oder nicht, allemal ausreicht. Plug and Play bedeutet nichts anderes, als dass Sie sich nicht um den Betrieb eines Netzwerkes kümmern müssen, dass Sie nicht eigene Gateways installieren müssen. Also Sie können wie gehabt ein Mobilfunknetz, das wirklich über eine Vielzahl von Jahren gewachsen ist, nutzen. Ich denke, es sind mehrere tausend Base Stations, die aufgebaut sind, mit noch mehr Zellen auf internationaler Basis. Da gibt es schon eine unglaubliche Infrastruktur und die steht einfach zur Verfügung. High Security in dem Sinn, man baut auch auf LTE-Sicherheitsmechanismen. Aus meiner Sicht hört es hier nicht auf, aber wenn man die Mobilfunktechnologie hernimmt, baut man hier auch auf LTE-Security-Mechanismen. Was noch hinzukommt, ist natürlich auch in der Konzeption vom Applikationsentwickler, vom Sensorhersteller zu beachten. Und es ist ein weltweiter Standard, und das Thema darf man nicht unterschätzen, ein weltweiter Standard, der von einem Ökosystem vorangetrieben wird, von Betreibern, von Herstellern, von Behörden, eine Vielzahl von Personen, die sich darum kümmern, dass der Standard vorangetrieben wird, und er wird im lizenzierten Spektrum betrieben, aber zu dem komme ich nicht. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, Narrowband IoT ist eine von vielen Technologien, um Daten zu übertragen im IoT-Bereich, in der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Ich habe es jetzt hier in vier Quadranten unterteilt. Narrowband IoT findet sich in diesem Low-Power-Wide-Area-Bereich wieder. Da gibt es auch andere Technologien. Es gibt den klassischen Wide-Area-Bereich mit LTE, höhere Bandbreite, höherer Energieverbrauch. Auf der anderen Seite gibt es auch Local Area, Low Power Technologien oder Local Area und Decent Energy. Ich glaube, da kann man drüber diskutieren, wo jetzt viel Energie verbraucht wird. Ich sehe hier Bluetooth, ich habe die Folie nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, ich denke, und das ist die Aussage dieser Folie, es gibt keine Technologie, die perfekte ist für jeden Use Case. Mobilfunk findet zwar sehr oft, ist sehr oft im Einsatz im IoT-Bereich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, aus meiner Sicht, wenn man sich die Historie ansieht, wird wahrscheinlich heutzutage Bluetooth oder WLAN häufiger im Einsatz sein. Wie das in Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, die Folie allein zeigt, wenn man seine Lösung konzipiert, sollte man sich wirklich genau überlegen, was ist jetzt die richtige Übertragungstechnologie für meinen Use Case. Wie erreiche ich mein Ziel am besten mit der Übertragungstechnologie? Ganz kurz, weil das ist oft das Thema von vielen Diskussionen. Ich sehe das Thema eher unemotional. Viele Leute führen diese Diskussionen sehr emotional. Die grobe Diskussion im Low-Power-Bereich, sie unterteilt sich in Technologien, die im lizenzierten Spektrum betrieben werden. Das ist das Spektrum, das Mobilfunkbetreiber kaufen. Das ist das Spektrum, in dem sie ihre Technologien betreiben, wo sie Operations betreiben, auf internationaler Basis Technologien ausgeholt werden, wo man, wenn das Spektrum nicht reicht, auch das Spektrum erweitern kann und eine gewisse Service-Level garantiert. Auf der anderen Seite gibt es im Low-Power-Wide-Area-Bereich an Technologien, die ein unlizenziertes Spektrum nutzen, also mehr oder weniger als freie. Da tummeln sich einige Teilnehmer, die sich normalerweise im 868 MHz-Bereich oder im 433 MHz-Bereich. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger schon mittlerweile eine Glaubensfrage. Ich denke, das Ganze ist kein Sprint, das wird sich über die Jahre zeigen, was besser funktioniert. Aus meiner Sicht gibt es hier einen sehr, sehr großen Markt für eine Vielzahl von Technologien, die am Markt teilnehmen. Man muss nur einfach sehen, welche Technologie meine Anforderungen am besten abdeckt. Schon alleine mit dieser Diskussion kann man wahrscheinlich einen ganzen Abend füllen. Ja, für welche Anwendungen ist Narrowband IoT aus meiner Sicht die richtige Technologie?
geringe Datenraten. Also wie gesagt, ich denke ähnlich wie beim ersten Vortrag von Harald Bickler, hat er auch gesagt, sie schicken geringe Datenmengen, da geht es meistens nur um ein paar Byte, um ein paar Kilobyte. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht auch die richtigen Anwendungen für Narrowband IoT. Man schickt nicht regelmäßig Daten, also ich denke, Narrowband IoT geht es darum um Energieeffizienz und dann ist es wahrscheinlich die falsche Technologie, um alle 10 Sekunden ein Datenpaket zu übermitteln. Latenzzeiten sind unkritisch, also autonomes Fahren bitte vermeiden. Im realen Bereich, abhängig von den Empfangsbedingungen, vom Signal, ist es unter einer Sekunde bis zu 10 Sekunden kann eine Übertragung dauern, bis zu 10 Sekunden, wenn ich wirklich in sehr schlechten Bedingungen mich befinde, in einem Kellergeschoss mit dicken Betonwänden. Wenn ich batterieeffizient arbeite, muss mir klar sein, dass das Gerät schläft und dass es nicht von außen erreichbar ist. Das heißt, das auch beachten, wenn ich meinen Use Case mit Narrowband IoT ausstatte und energiesparend unterwegs sein möchte. Die Indoor Penetration habe ich gesagt, diese drei zur Verfügung stehenden Coverage Enhancement Levels, die es ermöglichen, über Sendungswiederholung Daten auch in schwierigen Bedingungen ermitteln zu können. Das zusammen führt zu einer geringen Power Consumption und einer längeren Batterielebensdauer. Ich spreche dann kurz darüber noch eher gegen Ende über die Features, die man nutzen kann. Und auch sehr wichtig, wir sprechen über diesen Massen-IoT-Bereich und hier geht es oft um sehr kosteneffiziente Anwendungen. Und auch in diesem Bereich, wenn ich an eine Skalierung denke, ist Narrowband IoT sicher eine gute Wahl für eine Vielzahl von Use Cases. Ein kurzer Vergleich, ich habe schon LTM erwähnt, aber hier auch in Gegenüberstellung zu LTE. LTE habe ich hier Kategorie 1 angeführt. Je höher die Kategorie von LTE, desto mehr kann es, desto schnellere Datenraten sind möglich. Wenn man es kurz von rechts nach links sieht, ich nehme gleich mal das Thema Mobilität. Das ist auch ein Missverständnis bei vielen Leuten mit Narrowband IoT. Hier steht Limited Mobilität. Also bei Narrowband IoT, wenn ich eine Zelle verlasse, bucht sich das Gerät in einer neuen Zelle ein. Das bedeutet aber nicht, dass Narrowband IoT nur für stationäre Use Cases geeignet ist. Wenn ich jetzt irgendeinen einen Behälter verfolge, dauert diese Einwahl in eine neue Funkzelle wahrscheinlich eine Sekunde oder weniger. Das heißt, ich telefoniere ja nicht, ich gehe ja nicht von einer Zelle zur anderen, dafür wäre Narrowband IoT nicht geeignet. Aber für einen mobilen Use Case, wo ich einen Standort tracke, allemal sehr gut geeignet. LTE-M bietet einen Seamless Cell Handover. An dieser Stelle ist auch erwähnt, es gibt derzeit in Österreich keinen Betreiber, der LTE-M bereits ausgerollt hat. Aber ich gebe dann auch einen internationalen Überblick, wie es mit den Network-Rollouts auch aussieht auf internationaler Ebene. Und LTE, das kennen Sie von Ihrem Handset. Sie können auch telefonieren, wenn Sie möchten, von Wien bis Klagenfurt. Ab und zu wahrscheinlich ein Funkloch. Aber in Österreich sind wir hier sehr gesegnet, weil wir auch sehr gute Netze haben im internationalen Vergleich. Die Datenraten, das sind hier die maximal möglichen Werte im Download und Upload. Narrowband IoT bietet die geringsten Datenraten. LTE-M ist so dazwischen und zum Vergleich, laut Standard die Datenraten mit einer LTE Kategorie 1 Modul erreichbar sind. Was die Latenzzeiten betrifft, habe ich schon erwähnt. Narrowband IoT braucht etwas länger, ist ein sehr schmalbandiges Netz, also circa zwischen 1 und 10 Sekunden. Bei LTE-M schon weitaus geringer die Latenzzeiten. Hier sind auch interaktive Use Cases möglich. Und bei LTE, je höher die Kategorie, sind die Latenzzeiten schon bereits sehr gering. Wenn ich mir die Indoor Penetration ansehe, dann ist Narrowband IoT, was Mobilfunktechnologie betrifft, derzeit das Beste, was es gibt, mit diesen Coverage Enhancement Levels. LTE-M ist so dazwischen, bietet ähnliche Features, bietet auch verbesserte Empfangsbedingungen im Indoor-Bereich, jedoch nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei Narrowband IoT. Und LTE ist mit GSM gleichzusetzen. Was Voice und SMS betrifft, man kann theoretisch Narrowband IoT mit SMS ausrollen, es hat aber international fast niemand gemacht. Somit kann man sagen, no voice, no SMS. Bei LTE-M ist das möglich, abhängig davon, ob es ausgerollt wird, welche Features unterstützt werden von Anfang an. Ich denke, das ist durchaus eine Möglichkeit.
Und bei LTE wird natürlich, wie wir es kennen, auch Sprache und SMS unterstützt. Was die Batterielebensdauer betrifft, ist Narrowband IoT am energiesparendsten, wenn man es optimal nutzt. Es ist natürlich immer wichtig, bei jeder Technologie auch sie optimal zu nutzen. Es ist jetzt nicht so, wenn ich einen 2G-Use-Case habe und einfach nur die SIM-Karte austausche und jetzt ein Narrowband IoT-Modul draufgebe, dass ich sofort ohne weiteres hinzutun eine verlängerte Batterielebensdauer habe. Also man muss sich schon oft damit auseinandersetzen und ich erlebe es sehr oft am Markt, dass nicht jeder ein Mobilfunkexperte ist. Viele sind sehr gut im Security-Bereich, im Applikationsbereich, aber nichtsdestotrotz, es ändert sich auch einiges mit den neuen Mobilfunktechnologien. Und was ein wesentlicher Faktor ist für diesen Massive Machine Type Communication Part, also für diesen Massenmarkt, sind die Kosten von Funkmodulen. Je geringer das Bill of Material ist, desto besser. Und mit Narrowband IoT ist man hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier noch eine Übersicht, wie wir es sehen. Also auf der linken Seite sehen Sie diesen Massive IoT-Bereich. Das beginnt mit Narrowband IoT, mit diesen klassischen Monitoring-Use-Cases in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Der Smart City-Bereich ist auch ein Bereich, für den Narrowband IoT sehr interessant ist. Der Tracking-Bereich. Und dann geht es schon mehr oder weniger in Richtung LTM. Und was wichtig ist bei LTM, LTM ist für viele der Nachfolger von 2G. Das heißt, wenn man jetzt hier über den, auf einen anderen Kontinent blickt, zum Beispiel nach Amerika, in Amerika gibt es keine 2G-Netze mehr, aber es werden nach und nach von allen Betreibern mit LTM ausgerollt. Also für Sie noch zur Wiederholung, LTM aus meiner Sicht der legitime Nachfolger von 2G. Und je schneller es wird, je wichtiger die Performance ist, je niedriger die Latenzzeit sein soll, je kritischer die Anwendung ist, desto eher komme ich in hohe LTE-Kategorien bzw. schon Richtung 5G. Ja, Use Cases. Ich habe in den Folien, die ich an den Herrn Samis geschickt habe, sind mehr Use Cases drin. Ich habe es jetzt gekürzt, weil man gedacht hat, sonst geht es sich bald nicht mit Zeit aus. Aber in den Folien werden mehr Use Cases zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt da exemplarisch drei drinnen gelassen. Einerseits, ich glaube, den kennen sicher schon einige. Das ist ein Use Case, den ich im Jahr 2016 oder Anfang 2017 bereits von einem Startup begonnen habe. Einen Startup namens Slog aus der Steiermark. Die Firma Slog vernetzt die Müllcontainer der Firma Saubermacher, aber auch von anderen Unternehmen. Das heißt, in Tausenden von Müllcontainern befinden sich die Sensoren, die Narrowband IoT diese Übertragungstechnologie nutzen. Warum hat man sich hier für Narrowband IoT entschieden? Einerseits, die Mülltonnen sind österreichweit verteilt, auch in sehr exponierten Gegenden. Oft in sehr, sehr kleinen Dörfern. Es ist wichtig, dass ich ein flächendeckendes Netz habe. Ich möchte mich nicht um den Betrieb eines eigenen Netzes kümmern. Und es ist auch wichtig, dass die Batterielebensdauer einigermaßen lang ist. Und da haben wir sehr viel miteinander getüftelt und tüfteln noch immer natürlich, ja, bei neuen Iterationen der Hardware, gemeinsam mit unserem Partner. Und mittlerweile ist die Firma Slog auch schon international tätig. Also, ich finde, das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte und die haben sich relativ früh an dieses Thema Narrowband IoT herangetraut und haben auch sehr viel gelernt in diesem Bereich. Und auch wir. Was halt wichtig ist für das Firma Saubermacher, ist natürlich einerseits der Füllstand, ob der Deckel voll ist, ob der Container brennt. Also ich hoffe nicht. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, zum Beispiel, dass ich die Routen optimiere. Ich muss überlegt, ich muss jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten fahren, dass ich das eine die letzte Gemeinde vor der tschechischen Grenze erreichen und da steht ein Müllcontainer, der wahrscheinlich einmal im Monat ausgeleert werden muss, dann möchte man durchaus diese Fahrt sparen. Und das ist, glaube ich, nur einer der Vorteile, die man in seinem Business Case hat als Entsorger. Ich kenne diese Business Cases jetzt nicht im Detail, aber nur mal als einen Vorteil erwähnt, der wirklich auf der Hand liegt. Ja, das ist auch ein Partnerunternehmen von uns. Ich denke, das ist hier geht es um ein Projekt aus Deutschland. Diese Sensoren, die Sie hier sehen, diese Firma, die Firma BS2, die monitort Betonwerke, Betonbauwerke, also, keine Ahnung, Parkplätze, Tunneln, Brücken, also hier in dem Fall eine Brücke,
Und die zwei wichtigsten Kennzahlen sind die Korrosion vom Stahl und die Feuchtigkeit des Betons, um rechtzeitig zu wissen, wie steht es um ein Gebäude. Ich glaube, vor kurzem ist wieder eine Brücke in Italien eingebrochen. Das ist sehr tragisch. Ich glaube, 2018 war es in Genua der Fall. Diese Sensoren, die werden in den Beton eingesetzt und dann einzementiert und die assimilieren relativ schnell mit dem Bauwerk. Nutzen RFID, also ein passiven RFID-Tag, aber ich brauche ja Gateways, um die Informationen in die Cloud zu bringen. Und das hat man früher mit Handlesern gemacht, mit Handauslesegeräten. Später hat man zu 2G gewechselt. Und der logische Schritt war, die Gateways jetzt mit Narrowband-IoT auszustatten. Einerseits längere Batterielebensdauer und, was in diesen Fällen ganz wichtig ist, wird nach und nach in mehr Ländern unterstützt und ich habe eine bessere Netzdurchdringung. Ich denke, das ist ein toller Use Case, weil nur ein Gedanke meinerseits, wir gehen alle in die Gebäude und hoffen, und wir denken wahrscheinlich gar nicht darüber nach, über den Zustand des Gebäudes. Und da wäre ich schon viel froher, wenn häufiger solche Lösungen eingesetzt werden. Was ich weiß, das muss man natürlich machen, viele gehen zu Gebäuden und nehmen Proben aus dem Mauerwerk, entnehmen Proben aus dem Mauerwerk, aber schon alleine, dass ich selbst eine Probe entnehmen muss, ich könnte mir das sparen. Und ich bin von der Lösung eigentlich sehr begeistert, weil die hat einen wirklich, wirklich guten Mehrwert für uns alle. Ja, ein weiteres Beispiel, einfach nur um diese Netzdurchdringung nochmal zu erwähnen. Das Thema Zopfer-Schokoladen, ich glaube, die sind allen ein Begriff. Die haben Kühlräume in den unteren Keller geschossen, dort ohne bauliche Maßnahmen oder ohne bauliche Maßnahmen ist es relativ schwierig, eine Konnektivität einfach herzustellen. Wir sind damals mit Messgeräten in die Kellergeschosse gegangen und in Narrowband IoT war es möglich, in den einzelnen Kühlräumen unterschiedliche Werte auszulesen und zu übertragen. Und es ist einfach das beste Beispiel, dass man in Bereichen, wo man vorher mit dem Mobilfunk nicht hingekommen ist, in Narrowband IoT doch die Möglichkeit hat, Daten übertragen zu können. Ja, und ich glaube, das letzte Beispiel, was ich in der jetzigen Präsentation habe, das ist unser sogenannter IoT-Button. Der wurde in unserer Zentrale in Deutschland entwickelt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz simples IoT-Angebot. Also ich drücke auf den Knopf und es passiert etwas. Das heißt, entweder ich schicke eine E-Mail ab oder ich bestelle mir ein Taxi oder ich löse eine Abholung aus oder eine Wartung oder einen Lieferprozess. Ist eigentlich nicht mehr. Ich drücke auf den Knopf, ich kann die Batterie austauschen, aber zeigt, wie simpel eigentlich IoT sein kann. IoT kann extrem kompliziert sein, aber IoT kann auch sehr simpel sein. Muss man natürlich schauen, für welchen Use Case ein IoT-Button geeignet ist, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ich etwas nachbestelle, dass ich ein Taxi bestelle. Ich glaube, das sind tolle Use Cases. Ich glaube, jeder kennt diese Gillette-Nachbestell-Buttons, glaube ich, die damals von Amazon angeboten wurden. Ich kann mir es aber auch durchaus vorstellen, dass ich einen Lotto-Tipp mit so einem Button mache. Natürlich auch eine Frage der Kosten in dem Fall, aber warum nicht? Ja? Also ich glaube, das birgt schon einiges an Potenzial. Ja, wie kann man starten mit Narrowband IoT in Österreich? Das ist eine Karte unseres Netzes. Die weißen Flecken, ja, das sind halt unsere Berge. Die sind mal stolz, aber die sind auch sehr schwer zu versorgen. Aber wie Sie sehen, das ist eine Karte von, ich glaube, die ist, das Widget ist, glaube ich, auch schon einige Monate alt. Es ist jetzt sicher schon etwas dichter geworden. Aber wie Sie sehen, wir bieten hier ein extrem flächendeckendes Netz für Österreich. Ein extrem dichtes Netz und was es ermöglicht, auf einer sehr hohen Qualitätsbasis österreichweit mit Narrowband Daten übertragen zu können. Wie sieht es international aus, um Ihnen einen Eindruck zu geben? Mittlerweile haben schon sehr viele Betreiber begonnen, Netze, diese neuen IoT-Netze auszurollen. Nur mal einen Blick auf Europa zu werfen, das Fellgrün, das Narrowband, sieht man schon, dass fast ganz Europa mittlerweile abgedeckt ist. Der asiatische Bereich ist schon sehr gut ausgebaut. Es gibt auch einige Betreiber in Europa, die beide Technologien ausgerollt haben, Narrowband IoT, also LTE.
wir testen LTM schon seit geraumer Zeit, aber wann wir rausholen, dazu kann ich eigentlich keine Aussage geben. Natürlich testet man es. Narrowband RT und LTM gehören auch zusammen aus meiner Sicht. Narrowband RT, ein klassischer Narrowband RT Use Case, und könnte auch mit einem sogenannten Multimode-Modul ausgestattet sein. Das IoT-Device, Narrowband RT kümmert sich um die Datenübertragung, aber ich nutze LTM vielleicht Firmware-Updates zu machen, weil LTM eine bessere Bandbreite anbietet. Ich denke, auch auf internationaler Ebene sind Multimode-Module, die 2G, Narrowband RT und LTM nutzen, unterstützen sicher schon eine sehr, sehr gute Entscheidung zu einer Skalierung. Wenn man ein bisschen über den großen Teich blickt, Richtung Nordamerika, dann sieht man, wie bereits gesagt, haben die meisten Betreiber bereits LTM und Narrowband RT ausgerollt und drehen auch schon 2G ab oder haben es schon abgedreht. Aber nur um Ihnen zu zeigen, hier entwickelt sich wirklich ein neuer Standard für IoT, der sich nicht nur auf das Heimatland bezieht, sondern weltweit ausgerollt wird. Das ist ein Thema, was uns sehr geschmerzt hat. Es sind natürlich, Roaming ist sehr wichtig im IoT-Bereich. Und das ist von letzter Woche, ich glaube, oder von vorletzter Woche. Man kam endlich die erlösende Nachricht. Und ich habe immer gesagt, dass heuer das Jahr sein wird, in dem Roaming durchstarten wird von Narrowband IoT. Das heißt, in Kürze werden wir mit unseren Narrowband IoT-Produkten in 18 europäischen Ländern roamen können. Das ist eine tolle Nachricht, weil es ist einfach notwendig, um skalieren zu können. Und Österreich ist ein Exportland und das sieht man auch beim Thema IoT ganz eindeutig. Und es werden auch noch weitere Länder folgen und hier sind einfach Regeln mit den Betreibern definiert worden. Es ist auch wichtig, dass man Standards miteinander definiert, dass die Netze getestet werden. Das kennt man schon von alten Technologien. Das ist auch der Fall der neuen Technologie. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Markt. Es geht endlich los mit Roaming. Ja, die Folie ist vielleicht ohne Erklärung sehr schwierig. Ich glaube, mit dieser Folie kann man sicher auch 15 Minuten bis 20 Minuten füllen. Ich möchte Ihnen mit dieser Folie nur eines mitgeben. Das soll mehr oder weniger ein Mobilfunkgerät widerspiegeln. Angefangen von, ich schicke nur Daten mit Narrowband RT und lege das Gerät komplett schlafen, damit es nur Upload, damit es mit dem Upload-Funk und nicht dem Download erreichbar ist, kann ich es ständig bis zu ständig anlassen. Das heißt, ich kann hier beim Mobilfunknetz eine Vielzahl von Timern anfragen. Wie lange lege ich das Gerät schlafen? Wann wacht es auf? Möchte ich Daten noch empfangen können nach der Datenübertragung oder nicht? Den Paging Cycle kann ich verlängern und oder ich kann Schlaf belegen. Also ich möchte nur sagen, wenn man sich mit Narrowband RT beschäftigt, erhält man eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich meine Mobilkommunikation gestalten kann. Wir haben schon eine Vielzahl von Features im Netz ausgerollt, wir haben anfangs 2017 sehr viel mit statischen Timern gearbeitet. Ich kann mittlerweile alle Timer dynamisch anfragen. Ich kann mich wirklich optimieren, was meine Kommunikation betrifft und kann hier sehr, sehr viel rausholen, was Mobilfunk betrifft. Das heißt, ich kann möglicherweise, wir haben White Papers, ich stelle dich vielleicht auch zur Verfügung und die erklären diese Features, glaube ich, ganz gut. Die kann man möglicherweise auch in den Download-Bereich dann zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, ich wollte Ihnen nur mitgeben, man kann wirklich, wirklich sehr viel variabel konfigurieren mit unterschiedlichsten Timers im Narrowband RT-Netzwerk. Ja, etwas zum Beispiel meine Kollegen, also für die, wir haben ein Terminal Validation Team in Bonn und die Kollegen machen einen extrem tollen Job. Denn mit Narrowband RT, mit was haben sie begonnen? Sie haben begonnen, die Chipsets, die am Markt kommen, und die Funkmodule von den bekannten Herstellern zu testen und zu zertifizieren für unsere Netzwerke. Ich glaube, das ist ein Bärendienst, ein Riesendienst, den man hier dem Kunden zur Verfügung stellt. Diese Ziele, die sie haben, 95% zertifiziert, 80% für zertifizierte Module, die haben sie, glaube ich, überreicht. Ja. Und wir stellen damit sicher, dass ein bestimmtes Funkmodul mit einer bestimmten Firmware-Version
auch einwandfrei in unserem Netz funktioniert. Es wird eine Vielzahl von Tests durchgeführt und die Kollegen haben eine knackedichte Roadmap mit einer Vielzahl von Funkmodulen. Es kommen jetzt sehr, sehr viele Funkmodule von unterschiedlichsten Treibern am Markt und die testen eigentlich, was das Zeug hält. Und ganz rechts unten sehen Sie auch einen Link. Den Link kann man auch abrufen im Internet, iot.telekom.com. Dort finden Sie eine komplette Liste aller zertifizierten Funkmodule seitens der Deutschen Telekom. Wir würden das auch sehr gerne machen für die Endgeräte, aber das ist ein Ding der Möglichkeit. Also ich glaube, man kann Endgeräte wie Smartphones zertifizieren, das ist eine überschaubare Menge. Aber was den IoT-Bereich betrifft, weil jeder seine Geräte baut, es ist ein Ding der Möglichkeit, jetzt jedes einzelne IoT-Device, was zum Beispiel aus dem asiatischen Raum kommt, zu zertifizieren. Und das ist, ich denke, das ist eine gewisse Problematik, aber dazu gehören sicher auch Standards auf anderen Ebenen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zertifizierung von Chipsets und Funkmodulen ein sehr, sehr guter Start ist. Auch ein unglaubliches Tool, und das ist auch von den Kollegen in Bonn entwickelt worden, der sogenannte IoT Solution Optimizer. Was ist der IoT Solution Optimizer? Wir testen sämtliche Funkmodule in unseren Labors unter unterschiedlichsten Bedingungen, unter guten Empfangsbedingungen, unter schlechten Empfangsbedingungen. Wann schalten Sie einen gewissen Empfangslevel? Wie viel Strom brauchen Sie? Alles wird validiert. Welche Features werden unterstützt? Welche Protokolle werden unterstützt? All dieses Wissen läuft in diesen sogenannten IoT Solution Optimizer rein. Wir kennen den Energieverbrauch, das Einzige, was wir nicht kennen, ist der Energieverbrauch Ihrer restlichen Hardware. Zum Beispiel Ihre Sensoren, Ihr Mikrocontroller, die Dimensionierung Ihrer, die Batteriekapazität Ihrer Batterie, Ihrer gewählten Batterie. Aber wenn wir diese Werte kennen, kann man innerhalb weniger Minuten Ihren Use Case einmal durchmodellieren und schauen, ob Ihre Annahmen, zum Beispiel, ich hätte gerne eine Batterielebensdauer von 5 Jahren, realistisch sind. Mit welchen Features. Und dann sieht man, okay, nehme ich jetzt ein Funkmodul, und hier kann ich dann unterschiedliche Funkmodule austesten, unterschiedlichste Features, und wir bieten diese Service auch unseren Kunden an, man kann eine Lizenz beziehen. Dann sehe ich schon relativ schnell, ob ich mich in die falsche Richtung entwickle mit meinen Annahmen. Und die Kunden, die wir haben, die dieses Tool nutzen, sind eigentlich unglaublich begeistert, wie auch ich. Denn wir können innerhalb kurzer Zeit sagen, ob man mit diesen Annahmen das Ziel erreicht. Mit diesem Funkmodul, mit diesen Features, mit diesen Timern. Und dann kann man innerhalb kürzester Zeit gewisse Änderungen auch wieder durchsimulieren und schauen, ob man näher zu einem gewünschten Ziel kommt. Das hat schon zu einigen Aha-Momenten geführt, die sei auf diese Geschichte meistert. Ja. So, gut, ich bin am Ende angelangt. Ich hoffe, es war nicht zu spät und halbwegs interessant. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.